Benni, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen bei den Lilien. Montag hast du unterschrieben, auch jetzt deine ersten Einheiten absolviert. Wie sind die ersten Eindrücke vom neuen Team, auch von deinen neuen Teamkollegen? Erstmal Dankeschön. Ja, ich habe mich riesig gefreut, dass das jetzt endlich geklappt hat mit Darmstadt und die ersten Eindrücke waren sehr positiv. Ich wurde sehr gut aufgenommen und die Einheiten bis jetzt haben sehr Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich heute Abend endlich auf das erste Testspiel mit der neuen Mannschaft. Du sagst, freust dich, dass es endlich geklappt hat. Was hat denn schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass du sagst, das mit Darmstadt 98 will ich machen? Als ich hier das erste Mal war, waren die Gespräche sehr positiv und man hat die Bemühungen von Darmstadt gesehen und mir war sofort klar, dass ich hierher kommen möchte. Jetzt kennst du die zweite Liga schon ganz gut aus der letzten Saison mit dem KSC. Gehst du jetzt auch vielleicht mit einer anderen Herangehensweise heran als vielleicht noch vor der letzten Saison, weil du jetzt eben schon diese Erfahrung hast, 27 Spiele hast du gemacht? Ja, ich denke, das hilft einem schon weiter. Ich denke, als junger Spieler ist es ja wichtig, Spielpraxis zu bekommen. Und das habe ich letztes Jahr eigentlich sehr viel bekommen. Und deshalb denke ich, hilft das mir jetzt diese Saison, in meiner zweiten Saison schon weiter. Wie zufrieden warst du denn persönlich mit deiner ersten Saison in der zweiten Liga? Und wo sagst du, da muss ich noch dazulernen, da habe ich vielleicht auch schon dazugelernt und was willst du auf jeden Fall noch besser machen jetzt? Ich denke, ich war ganz zufrieden mit meiner ersten Zweitligasaison. Ich hätte können vielleicht das ein oder andere Tor noch machen oder die ein oder andere Vorlage. Und am Anfang der Zweitligasaison habe ich schon gemerkt, dass es schon körperlicher ist und sehr robust. Aber ich denke, da habe ich gegen Ende dann auch viel dazugelernt. Aber ich denke, in dem Bereich kann ich noch mehr drauflegen und dazulernen. Jetzt hast du ja auch eine Vergangenheit auf Schalke bei Werder Bremen. Das sind ja zwei der Vereine, die immer wieder genannt werden, wenn über diese Saison in der zweiten Liga gesprochen wird, weil eben so viele gefühlte Erstligisten dabei sind. Wie guckst du selbst auf die Saison? Wie viel Lust hast du auch auf diese ganzen Duelle mit solchen namhaften Mannschaften? Ja, ich freue mich schon enorm. Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison endlich losgeht. Und ich denke, dieses Jahr in der zweiten Liga sind schon sehr viele namhaften Vereine. Und ja, ich denke, da kann man sich auf jedes Spiel freuen. Es ist immer schwer für Spieler, sich selbst zu beschreiben. Aber wenn die Lilien-Fans oder zukünftig Benni Goller auf dem Platz sehen, was für einen Spieler können sie da erwarten? Was für Stärken, vielleicht auch Schwächen hast du? Ich denke, meine Stärken sind Schnelligkeit. Ich gehe gerne ins Dribbling, ins 1 gegen 1. Und ja, sie können sich auf einen schnellen jungen Spieler freuen. Und Punkt, an den du vielleicht noch arbeiten willst, Robustheit hast du schon angesprochen. Robustheit vielleicht in meinem schwächeren Fuß und vielleicht der letzte Pass, dass er mehr daraus wird dann. Sind deine ersten Tage hier rum, kanntest du eigentlich schon Spieler aus der Mannschaft oder war das eine große Vorstellungsrunde, weil es wirklich nur neue Gesichter für dich waren? Ja, das waren tatsächlich nur neue Gesichter, klar. Wir haben letzte Saison gegen ein paar gespielt, aber wenn man niemanden kennt oder so, hat man da ja kaum Einfluss dann. Wenn sich die Fans auf einen schnellen, risikofreudigen Spieler freuen dürfen, auf was für einen Typen privat dürfen sich deine Kollegen freuen, bist du da eher Spaßvogel oder eher ruhigerer Typ? Ich bin eher der ruhigere Typ, also in meinem privaten Leben. Ja, ich mache gern was mit Freunden oder so, aber ich bin eher der ruhigere Typ. Jetzt hast du auch schon über das Testspiel heute Abend gesprochen. Werden auch erstmal seit langer Zeit wieder ein paar Lilien-Fans ins Stadion dürfen. Generell besteht, glaube ich, die Hoffnung, dass wir zumindest in der neuen Saison wieder Fans im Stadion sehen dürfen. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch sehr darauf freust, wieder vor Zuschauern einzulaufen. Auf jeden Fall, ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, dass es dann diese Saison nicht nur am Anfang die Zuschauer da sind, sondern vielleicht immer mehr Zuschauer zum Zuschauen kommen dürfen. Und ja, ich kann es kaum erwarten, wieder vor Zuschauern zu spielen. Und dann abschließende Frage, gibt es persönliche Ziele, die du dir gesteckt hast für dieses Jahr mit den Lilien? Nein, so persönlich, also klar, ich will eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft spielen und
mich persönlich auch weiterentwickeln, aber ich denke, die Mannschaft steht im Vordergrund, dass wir eine gute Saison spielen. Dann vielen Dank und viel Erfolg heute Abend, vielleicht beim ersten Einsatz im Liniendress. Dankeschön.